Hallo und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect 2. Wir haben vor, mit Joker zu sprechen, unserem jetzigen Piloten, der endlich wieder auf der Normandie steuern darf. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Es ist nicht dasselbe, Joker. Nichts hier war je ein Teil der echten Normandie. Aber wir sind es. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Die letzten 2 Jahre waren furchtbar. Sie werden sehen. Uns überwacht zwar eine VI, aber die würden nie so viel investieren, um uns dann übers Ohr zu hauen. Es wird bestimmt sogar besser als früher. Hoffentlich. Ich bin immerhin gestorben. Sie können einen aber echt runterziehen. Commander. Wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandie alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Stummschalter benutzen. Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage. Verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Ja, das Team. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Ich find's genial. Denken Sie manchmal an die alte Normandie und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das stimmt schon. Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich habe gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon. Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Teamcommander. Nach der Zerstörung der Normandie und ohne sie hat uns nicht mehr viel zusammengehalten. Tja, das Ding ist, dass man, es ist ja Mass Effect 2. Im ersten Teil, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man da auch wirklich Shepard spielt, aber da mir meine Schwester gesagt hat, dass man den Charakter des ersten Teiles in den zweiten mit übernehmen kann, gehe ich mal stark davon aus, dass das so sein muss. Ich weiß nicht, ob die vorher wirklich schon, ob man das jetzt so aktiv gespielt hat oder ob das ein anderer Lebensausschnitt von ihr war. Wer weiß, wer weiß. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandie ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Okay. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Jupp. Das Ding ist, wenn wir hier mit Edie sprechen, dann kriegen wir immer so ein paar Nebenkommentare von Joker. Das finde ich ziemlich... Ja, Shepard? Witzig. Ich finde die Grafiken super geil, also beziehungsweise die Kamera, die dann immer mal so ein bisschen umschwenkt, das macht das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, dynamischer und man guckt auch wirklich gerne hin, wenn man das so, man hört nicht nur gern zu, man schaut auch gern hin dabei. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie
konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Okay. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Bereit. Reden wir über Sie. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Sie und Joker. Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Es ist so herrlich. So, Ihr Name. Warum heißt sie Edi? Welche Abkürzung ist das? Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Ah ja. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Aha, ja, okay. Cyberkrieg? Fragezeichen? Das sollte man sich wirklich nur anhören, das ist lustig. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Finde ich. Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Kernschmelze, genial. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Ui, okay. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Gut. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Ich danke herzlich. Und wie gehen oder rennen, sprinten, wie auch immer, was war das hier eigentlich? Haptische Interface, Entwicklung, Computertechnik, etc. Also was das jetzt mit dieser Codex bislang zu tun hat, das muss ich noch rausfinden. Mit dem habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, habe auch noch nicht groß geguckt. Wir müssten jetzt eigentlich auf den Planeten können. Na, kein Kommentar. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal... Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich dabei, dass man Sie der Normandy zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Wie soll man sich da fühlen? Geehrt, berauscht, verängstigt. Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht scheitern. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen.
Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. What the fuck? Nein. Ihr Vertrauen ist am richtigen Platz, Kelly. Das war mir klar. Danke, Shepard. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Nein. Ich gehe. Hilfe! Okay. Nein, vielleicht reden wir später miteinander. Oh mein Gott, what the fuck? Meine Schwester hat mir erzählt, man könnte hier so gut wie mit jedem irgendeine Beziehung aufbauen. Alter, oh mein Gott, ich will doch nicht lesbisch werden. Nein, also nicht Igitt. Nicht Igitt. Also nichts gegen Lesben. Oh Gott, nein. Aber ich, nein, aber oha, die soll mich nicht anmahnen, beziehungsweise ich will sie nicht anmahnen. Holy moly. Nee, das muss nicht sein. So, ich dachte eigentlich, wir kriegen eine Information, aber gut. Die Musik ist so genial. Archangel. Das ist so cool, hier rumzuschippern. Yay. Und man kann auf verschiedenen Planeten... Na nun, komm. Man kann dort... Erze abbauen. Achso, Moment, hier war das. Da, wo es ausschlägt. Hier zum Beispiel, Moment. Jetzt höher. Starte Sonde. Ja. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Tja, das baut jetzt halt Iridium, nee, beziehungsweise Palladium ab, so rum. Die Orbs-Scan-Ergebnisse sind mittel. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau das jetzt abläuft. Ich mache auf jeden Fall am Anfang immer so ein, zwei Sonden. Und diese Sonden, die bauen eben Erze auf diesem Planeten ab, die wir für, also der Aussage meiner Schwester, die wir für Waffen Starte Sonde gebrauchen können. Na, da war doch noch was. Und jeder Planet hat halt auch eine eigene Beschreibung dabei. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich bin so ein Korinthenkacker, was das angeht. Ich finde das aber schön, so wenn es auch nur kleine Einzelheiten sind, aber ich guck sowas immer gerne mit an. Oh. Halleluja. Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Nicht so schnell. Tja, das war scheinbar ganz gut. Da haben wir echt eine relativ gute Quelle gefunden. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schlecht ist oder gut, was ich hier mache. Das ist ja das erste Mal. Außerdem einmal, wo ich angespielt habe, aber da habe ich wirklich nur wild drauf losgeschossen. Also ist da schon, wo es ausgeschlagen hat, aber ich habe nicht so intensiv gesucht. Ja, ist nicht so doll. Lohnt sich das? Nee, lassen wir es erstmal. Urdak. Urdak ist ein brauner Zwerg mit geringer Umlaufbahn. Die meisten Binärsysteme mit rotbraunen Zwergen haben eine Durchschnittsentfernung von 8 AE. AE? Oh Mann, ich bin so schlecht. Ich weiß leider nicht, was das heißt. Das Sarabic-System ist etwa 2 Milliarden Jahre alt und hat längst alles Deuterium verbraucht, mit dem es Atomspaltung betrieben hat. Urdak ist darum lange nicht so leuchtintensiv wie die meisten anderen braunen Zwerge. Wie auch immer. Das mal jetzt als Kurzbeschreibung. Ja, Omega-4-Portal. Omega. Ich finde diese Musik hier schon sowas von genial. Omega, Umlaufbahn anfliegen, bitte.
Omega erbaut auf einem vollständig aufgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Unzufriedene aller Art. Klingt irgendwie wie Kassel. Oh Mann, ey. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis sie eine neue Gruppe Gesetzloser auf der Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb nahm. Die ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf Omega keine zentrale Regierung, keine zentrale Regierung oder eine allgemeine anerkannte Autorität. Und es kann sich auch niemand an eine Zeit erinnern, in der das anders gewesen wäre. Population 7,8 Millionen, Entfernung zur Sonne und so weiter und so fort. AE sind das Lichtjahre? Ich glaube kaum. Ich habe ehrlich gesagt keine Peilung. Ich bin einfach doof und wir belassen es dabei. Auf dem Flug nach Omega. Klingt ja richtig spaßig. Oder gesetzlose Terroristen. Ich meine, das ist doch ein total geiler Urlaubsort, oder nicht? Ich hab Hunger. Bei mir hängt's gerade. Ah. Ach so, ja. Viel Auswahl. Ja. Ich hatte doch schon mal mit dem Ziehen hier. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Ist mir auch egal. Da hier, mir sieht man es nämlich schon, hier hat sich das jetzt schon ein bisschen geändert. Ich mache einfach automatisch, weil ich ehrlich gesagt keine Peilung habe, was ich machen soll. Auswählen. Meine Schwester meint, das wäre auch nicht so wichtig. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf Sie hat. Afterlife, sofort. Arschtritt sofort, wenn du nicht... Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solos seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Naja, alles klar. Aber das Afterlife, ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, was das ist. Wenn nicht, dann lasst euch wirklich mal überraschen. Das ist nämlich echt geil. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde da drin verbracht. Das war sehr, sehr lustig. Gut. Leider erst bei der nächsten Folge. Tut mir leid, aber ich muss euch ja auch bei der Stange halten. Wir sehen uns dann beim nächsten Run. Eure fiese Kimiko.